Liebe Freunde, liebe Mitstreiter, liebe Technikinteressierte, mit einem kleinen Blick nach gestern möchte ich beginnen. Wir haben gesehen, dass die Impfpflicht im Bundestag gestoppt wurde. Auch ein Antrag auf ein digitales Impfregister. Das klingt für den Datenschutz erstmal gut, aber wichtig ist, die Sache mit dem digitalen Impfregister ist nicht vom Tisch und auch diese Impfpflicht ist letztendlich nicht 100% vom Tisch. Das heißt, wir müssen da wachsam bleiben. Gucken wir mal kurz rein. Also unser Robert-Koch-Institut plant weiterhin dieses digitale Impfquotenmonitoring und möchte das ausbauen zu einer digitalen Impfdatenbank. Ebenso die ganze Geschichte mit diesem digitalen EU-Impfpass, auch das soll zu einer Datenbank führen. Hier wird zwar in diesem Artikel gesprochen von einer nationalen Datenbank als Grundlage, das ist klar, aber letztendlich plant es die EU. Also hier wird auch schon gewarnt in kritischen Internetseiten vor einer EU-Datenbank und genau das läuft im Hintergrund. Also wir sehen jetzt hier die Geschichte, da kann man jetzt noch bis zum 8. April, eben bis heute kann man einen Einspruch einlegen gegen die digitale Covid-Impfdatenbank, wobei, wenn die mal besteht, wird da alles Mögliche registriert und nicht nur irgendwelche Impfunterlagen. Genau, also auch hier wieder die digitale Datenbank eben für die Impfnachverfolgung. Das ist praktisch im Moment das, was im Hintergrund läuft und was auch noch weiter ausgebaut werden soll. Also hier gilt es um klare Vorsicht, denn es geht letztendlich nicht nur um diese Impfdatenbank, sondern das Ziel ist wirklich diese digitale Bürger-ID, dass jeder von uns eine einheitliche ID hat, über die er registriert wird und begleitend soll eben alles digital werden, also eben hier diese Gesundheitsakte, das ist ganz klar schon am Laufen, wobei es bis jetzt gescheitert ist, aber immer wieder läuft, ebenso dieser digitale Reisepass, dann natürlich im Idealfall schon als Funkchip unter der Haut, was schon eine schwedische Firma seit Jahren anbietet, Schweden ist es, das angeht schon weit voraus, da gibt es schon einige Versuche mit digitalen Funkchips unter der Haut und natürlich begleitend der digitale Führerschein, ganz klar. Und wir werden noch andere Überraschungen erleben, was alles in diesem Digitalpaket mit drinnen ist. Und natürlich der Traum eines jeden, der eine totale Kontrolle über uns ausüben möchte, ist natürlich die Abschaffung des Bargeldes. Das ist natürlich das absolute Ziel. Und im Hintergrund wird es ja gerade schon überall vorangetrieben. Also auch hier Vorsicht, bitte weiter bar bezahlen. Gut, die Frage, wie soll das alles umgesetzt werden und das alles noch in möglichst kurzer Zeit? Ganz klar über das Digitalisierungspaket der neuen Bundesregierung. Also hier im Dezember hat der Herr Lindner 60 Milliarden Schulden aufgenommen. Für die Digitalisierung. Natürlich spielt auch das Thema Klima, aber die erste Priorität im Moment ist die Digitalisierung. Und wir erinnern uns, aktuell kamen jetzt noch 100 Milliarden für die Bundeswehr dazu, aber 60 Milliarden eben schon für die Digitalisierung im Dezember. Wie wird es umgesetzt? Ganz klar, das Kernstück ist auf jeden Fall das Smartphone. Das dient als Kern der Digitalisierung und soll hier eben verwendet werden. Und das Ziel ist natürlich, dass jeder so ein Gerät hat, benutzt und darüber natürlich alle Daten gesammelt, gesteuert und überwacht werden. Kernstück nach außen, um in Verbindung zu treten mit den Datenbanken, mit der digitalen Intelligenz oder dieser ganzen Strukturen, den ganzen Servern, ist natürlich ein schnelles Mobilfunknetz, daher auch der massive Druck auf den Ausbau für 5G, aber es ist auch schon mit 4G und 3G und sogar mit 2G schon möglich.
Aber natürlich 5G soll im Eiltempo hochgezogen werden. Das läuft egal ob Pandemie, ob Krieg. 5G wird mit Eiltempo vorangetrieben. Und was ja bis jetzt immer als nicht wirklich realistisch galt, dass man zum Beispiel 5G-Antennen an Straßenlaternen baut, also mitten in die Städte, das wird jetzt umgesetzt. Hier ein kleines Beispiel aus Köln. Also es soll in kürzester Zeit eine Vielzahl von Sendeanlagen geben. Und wenn wir die Folie zurück nochmal nehmen von der Tagesschau, da sehen wir, dass bereits 2018 von 800.000 Sendeanlagen gesprochen wurde. Konnte sich keiner vorstellen. Aber wenn man die ganzen Straßenlaternen dazu zählt, ist man sehr, sehr schnell sogar schon über diese hohen Zahlen. Dann noch ein Blick rein, was die Bundesregierung gerade eben plant, gerade im Ausbau jetzt. Hier noch geht es um die erneuerbaren Energien, aber das Muster ist auch bei der Digitalisierung gleich. Es wird nämlich hier, wie jetzt das Osterpaket von Herrn Habeck, da werden die erneuerbaren Energien liegen künftig im öffentlichen Interesse. Das ist das Gleiche wie mit der Digitalisierung, das Gleiche wie mit 5G. Und jetzt kommt das Entscheidende, sie dienen der öffentlichen Sicherheit. Das Gleiche soll auch die Digitalisierung und eben der 5G-Netzausbau unter dem Schutz der öffentlichen Sicherheit gestellt werden. Das bedeutet konkret, dass Baugesetze, Einsprachemöglichkeiten der Anwohner, dass das alles ausgesetzt wird, weil es gilt praktisch als dringend erforderlich, als öffentliche Sicherheit. Und damit werden Regelungen, Einspruchsmöglichkeiten, alles ausgeschlossen, auch Datenschutzregelungen. Das wird alles ausgeschlossen und es wird versucht, diese Technologie mit einem Eiltempo in diesem Jahr noch umzusetzen. Also daher Vorsicht, wir müssen weiter aktiv bleiben. 5G und diese Digitalisierung ist ein Riesenproblem für unser Land und daher aufpassen und weiter aktiv bleiben. Als kleiner Mut, die Mehrheit der Menschen sieht in der Digitalisierung eine große Gefahr und es wird hier natürlich verächtlich als Angst bezeichnet, aber ich denke, diese Bedenken und Risiken sind der Bevölkerung bewusst und hier ist sogar drei Viertel fürchten einen Jobverlust. Das ist natürlich auch noch eine Folge der Digitalisierung, aber in erster Linie geht es um Überwachung, über Totalkontrolle und natürlich sollte es zu einer Impfpflicht kommen, dass man wirklich die Leute ganz schnell und ganz klar unter Druck setzen kann, bis hin eben, dass sie nicht mehr bezahlen können, dass sie nicht mehr kaufen und nicht mehr verkaufen können, dass sie komplett aus dem System raus sind, wenn sie sich nicht impfen lassen. Das ist das Ziel und deswegen habt Acht, bleibt weiter aktiv und schaut positiv in die Zukunft und wir tun alles zusammen, dass die Zukunft auch positiv ist. In diesem Sinne, alles Gute, ganz herzliche Grüße, euer Uli Weiner.